Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die großen Krisen überragen und überschatten mehr und mehr die Fragen der globalen Zusammenarbeit. Amnesty International und Wolfgang Ischinger sprechen fast im Gleichklang, das passiert nicht wirklich oft, vom Zeitalter des Zerfalls unserer Weltordnung. Bei den Menschen herrschen Ratlosigkeit, Entsetzen, Trauer angesichts des Leidens und der Gewalt in der Ukraine, angesichts von inzwischen über 57 Millionen Flüchtlingen, mehr oder eine größere Zahl als die im Zweiten Weltkrieg, aber auch im Angesicht des Terrors, der uns immer näher rückt. Erscheint es Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht merkwürdig oder nicht auch merkwürdig, wenn wir angesichts dieser humanitären Tragödien und Katastrophen nun über furchtbar komplizierte internationale Prozesse reden? Mit diesen furchtbar komplizierten Begriffen und Abkürzungen, die außerhalb der Welt von AWZ, BMZ und GIZ keiner kennt. Wenn wir über die Post-2015-Agenda reden, über SDGs, über ODA-Reform, über den TOSD, mich wundert es auf alle Fälle nicht, wenn kaum jemand versteht, worum es eigentlich geht. Nicht in der Bevölkerung, nicht im Parlament und leider offenbar auch nicht in der Bundesregierung. Die Debatte, sie ist viel zu virtuell, sie ist viel zu fachlich und sie ist vor allem unpolitisch geworden. Und das müssen wir ändern. Sie erreicht nicht die Köpfe der Menschen und auch nicht die Herzen. Und sie muss raus aus diesem Elfenbeinturm. Denn es geht nicht um einen Expertendiskurs, sondern es geht um unsere Verantwortung für die Zukunft des Planeten und für die Lebenssituation der Menschen. Und dabei sind zwei Entwicklungen im Mittelpunkt und müssen im Mittelpunkt stehen. Der menschgemachte Umwelt- und Klimakollaps und die rasant zunehmende globale soziale Ungleichheit. Ja, Gerd Müller hat es gesagt, es muss uns alle erschrecken, wenn die 80 reichsten Menschen auf der Welt inzwischen so viel Vermögen besitzen, wie es die ärmere Welt, Hälfte der Weltbevölkerung insgesamt tut. 80 Menschen besitzen mehr als 3,5 Milliarden Menschen. Und wenn 70% der Weltbevölkerung in Ländern leben, in denen die soziale Ungleichheit massiv zugenommen hat, dann muss es uns doch nicht wundern, dass viele versuchen, in anderen Ländern für sich und ihre Kinder eine Perspektive und eine Zukunft zu finden. Übrigens, die größten Migrationsbewegungen, und die sind bei den 57 Millionen Flüchtlingen gar nicht mitgezählt, das sind in der Zwischenzeit Umwelt- und Klimaflüchtlinge. Die Bekämpfung von sozialer Ungleichheit und die Bekämpfung der Klimakrise sind also heute die allerwichtigsten Menschheitsaufgaben. Und ein nachhaltiges und gerechtes Entwicklungsmodell für die ganze Welt ist deshalb Überlebensfrage und vorausschauende Friedenspolitik. Die globalen Nachhaltigkeitsziele, die sind aber nicht eine abstrakte Größe, möglichst ganz weit weg von uns, nur etwas für die vermeintlichen Entwicklungsländer, also die Fortsetzung der Millenniumsziele. Nein, sie nehmen uns alle in die Pflicht und sie bestimmen unser Leben im Hier und Jetzt, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren, wie wir leben. Und da kommt es auf die gesamte Bundesregierung an, die Chance, die in diesem Jahr der Entscheidungen liegt, zu ergreifen. Es geht schlichtweg um die Frage, gibt es den politischen Willen für eine nachhaltige Gesellschaft, die sich vom Verbrauch fossiler Rohstoffe entkoppelt, die umweltschädliche Subventionen abbaut. Es geht um ehrliche und verbindliche Zusagen zur Entwicklungs- und Klimafinanzierung und um völkerrechtlich bindende Regeln und bindende Überprüfungsmechanismen in der Klima- und Gerechtigkeitspolitik. Das sind die Eckpunkte, an denen wir Sie, werte Bundesregierung, messen werden. Doch jetzt schaue ich mir den Antrag der Koalition an, und er ist genau in diesem Sound geschrieben, so abstrakt, so virtuell und so wahnsinnig weit weg von uns. Und dieses, liebe Kolleginnen, das reicht, und Kollegen, das reicht eben nicht aus. Es braucht eben weitaus mehr. Der Erfolg der Verhandlungen hängt doch nicht von schönen Texten ab, von Technokraten ab, sondern davon, dass sich hier bei uns in unserer, in der deutschen Politik etwas ändert. Davon hängt der Erfolg ab. Und es ist auch und gerade die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bei uns
die wir gewährleisten müssen. Ziele, die uns in Deutschland betreffen. Es geht um bezahlbare und nachhaltige Energie. Es geht um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Es geht um menschenwürdige Arbeit. Es geht um belastbare Infrastruktur. Es geht um die Verringerung von Ungleichheit. Es geht um Geschlechter, um Gendergerechtigkeit. Es geht um die Bekämpfung des Klimawandels und der Klimakrise. Und das muss hier bei uns vor unserer Haustür beginnen. Was in der UNO gerade verhandelt wird, ist ein Entwicklungsprogramm, das bindend sein wird bis 2030 und das auch für uns in Deutschland gilt, weil wir eben in vielen Bereichen auch eine Art Entwicklungsland sind. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das in der gesamten Regierung angekommen ist oder geteilt wird. Und warum haben Ihren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Entwicklungsausschuss, warum haben eigentlich nicht die aus dem Wirtschaftsausschuss, aus dem Verteidigungsausschuss, aus dem Haushaltsausschuss, aus dem Finanzausschuss mitgezeichnet? Erleben wir hier nicht eine Art, nicht Hü oder Hot, sondern Hü und Hot? Klima, aber doch die Kohle. Fairer Handel, aber doch TTIP. Frieden schaffen, aber doch enttabuisierte Rüstungsexporte, wie es Frau von der Leyen fordert. Oder geht es wirklich um Kohärenz, sprich um eine ganzheitliche und glaubwürdige Politik? Sie tun so, als hätte das eine rein gar nichts mit dem anderen zu tun. Da sage ich, beam me up, Scotty. Raus aus den ungeahnten Weiten der Technokratie, die fern weg sind von der eigenen Politik. Aber wenn nicht Deutschland als eines der allerreichsten Länder zum globalen Vorreiter wird, dann wird es schwierig mit der Nachhaltigkeitsagenda. Mit der G7-Präsidentschaft hat Deutschland die Möglichkeit, den internationalen Prozess zu prägen und die größten Industrieländer der Welt auf eine gemeinsame Agenda für den sozial-ökologischen Umbau einzuschwören. Also klare Finanzierungsversprechen für Addis, den Entwicklungsfinanzierung, ist Klimapolitik. Ein Ende der fossilen Subventionen und der Subventionen für die Agroindustrie. Aber nur wenn diese Vorleistungen in die Verhandlungen eingehen, nur wenn diese Vorleistungen von uns gemacht werden, dann können wir von den G77, von den Entwicklungs-, von den Schwellenländern einfordern, auch ihren notwendigen Beitrag zu leisten. Einen Abbau von Korruption, einen Aufbau von Steuersystemen, von Steuergerechtigkeit und Umverteilung von Reichtum. Frau Merkel hat jetzt die Chance zu zeigen, was mehr Verantwortung Deutschlands für die Welt wirklich heißt. Dann wäre eine globale Partnerschaft auch wirklich möglich, die wir in einer Zeit der Krisen so dringend brauchen, vielleicht noch nie so dringend wie heute. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten.